Dank. Ich wünsche euch auch erstmal allen einen schönen Abend und freue mich hier zu sein. Und Respekt an alle, die noch dabei sind. Ich weiß, es ist super, super schwer, so lange zuzuhören. Ich gebe mein Bestes, mich so kurz zu fassen wie möglich. Wer mich kennt, weiß aber, dass das nicht unbedingt eine meiner Stärken ist, aber ich gebe Gas. Und starte die Präsentation. Genau, mein Thema ist, ich schaffe das, Selbstkonzepte von Kindern stärken. Und vorab möchte ich sagen, ich habe mir überlegt, was ist denn mein Ziel? Also was möchte ich denn mit dem Thema erreichen und was ist mein Ziel im Umgang mit Kindern und Jugendlichen? Und ich bin immer wieder an den Punkt gekommen, dass es mir am Ende darum geht, dass Kinder und Jugendliche sich unter anderem unter meiner Einwirkung als Lehrerin, aber auch als Person so entwickeln, dass sie in der Lage sind, selbstständig Entscheidungen treffen zu können und Problemsituationen bewältigen zu können. Denn ich glaube, alles an Wissen ist irgendwo verfügbar, aber so die Kompetenz in variablen Situationen eigenständig, selbstständig, autonom handeln zu können, übertrifft das irgendwie so ein bisschen alles. Und dabei möglichst halt auch noch glücklich, körperlich und mental gesund zu sein. Und die Stärkung des Selbstkonzepts kann halt dafür einen großen Beitrag leisten. Und warum das so ist, das werdet ihr dann am Ende erfahren. Genau, ich baue meinen Vortrag folgendermaßen auf. Also ich habe mich auch gefragt, was meint das Selbstkonzept, und möchte eine kleine Definition präsentieren. Wie entwickelt sich das Selbstkonzept? Wie können wir ein positives Selbstkonzept fördern? Und dann noch ein paar Punkte zum Mitnehmen. Ich möchte noch vorab sagen, dass ich mich primär, was zumindest die Studienlage betrifft, auf schulische Themen beziehe, da die Studienlage da einfach eindeutiger ist und das Thema Selbstkonzept einfach auch ein Thema der Entwicklungspsychologie ist. Das bedeutet, so viel findet man im sportlichen Bereich nicht. Da Schule ja aber auch viel mit Leistung zu tun hat und Leistung auch viel im Sport wiederzufinden ist, denke ich, dass da viele Parallelen und auch parallele Schlüsse so gezogen werden können. Deswegen bette ich das so ein bisschen ein, aber bei mir steht weniger der Sport im Fokus, als es vielleicht in den ersten und zweiten Präsentationen der Fall war. Genau, zur Definition Selbstkonzepte. Umfassen das, was eine Person über sich selbst weiß und denkt. Das heißt, alles das Denken, was sich auf die intellektuellen, die sozialen oder die körperlichen Fähigkeiten, auf die eigenen Emotionen oder auf das Aussehen beziehen. Also wie denke ich über mich, wer ich bin? Und das kann sich ja, wie schon gesagt, auf verschiedene Aspekte des Lebens beziehen. Das heißt, ich kann beispielsweise ein großartiges Selbstkonzept in Bezug auf mein Aussehen haben und mich total schön finden, aber kann in einem anderen Bereich, beispielsweise in meinen intellektuellen Fähigkeiten, auch total an mir zweifeln und da auch gehemmt an gewisse Dinge rangehen aufgrund des vielleicht eher negativ geprägten Selbstkonzeptes. Und das Selbstkonzept setzt sich dann, wie gesagt, aus verschiedenen Teil-Selbstkonzepten zusammen, die halt in konkreten Situationen erworben werden. Also wir alle, nicht nur Kinder, sammeln ja in den Situationen ganz viele Informationen über uns selber, sei es bewusst, sei es unbewusst. Ich nehme an, ganz, ganz, ganz viel passiert, viel mehr unbewusst. Und diese ganzen Eindrücke bilden dann spezifische Fähigkeits-Selbstkonzepte. Das baut sich dann, sieht komplizierter aus, als es ist. Das baut sich dann zu einem generellen Selbstkonzept aus. Beispielsweise kann das sein, ich bin jetzt hier unten rechts, dass ich meine körperliche Erscheinung mit ich bin muskulös konnotiere oder irgendwie in so eine Richtung. Das wäre dann hier unten rechts der Punkt. Und gleichzeitig kann ich ja auch denken, ich kann gut turnen. Also es findet ja alles parallel voneinander statt in unserem System. Und das bildet dann zusammen die beiden Faktoren, das physische Selbstkonzept. Und neben dem physischen Selbstkonzept kann ich ein soziales Selbstkonzept haben, was halt diesen Umgang mit Gleichaltrigen betrifft oder anderen bedeutsamen Personen,
Daneben kann ich mein akademisches Selbstkonzept haben, also mein, wie denke ich über mich in Bezug auf Schule und Bildung. Und all diese Selbstkonzepte bilden dann ein generelles Selbstkonzept. Genau. Und dieses Selbstkonzept entwickelt sich bereits bei Vorschulkindern, das heißt schon vor der Schule, wissen Kinder, bin ich. Also können Sie Ihre kognitiven Fähigkeiten relativ gut ein, also relativ gut, ich mache mal in Anführungsstrichen, können Sie aber Ihre kognitiven Fähigkeiten einschätzen. Jedoch neigen Sie ganz, ganz stark dazu, sich zu überschätzen. Und das nimmt aber im Laufe der Jahre ab. Ganz, ganz, ganz wichtig ist es zu sagen, und das ist, glaube ich, auch, was Robert schon hinsichtlich der Ernährung gesagt hat, dass das Selbstkonzept zunehmend änderungsresistent ist. Also wenn ich mir einmal, ich sag mal, das so eingebrannt habe, dass ich nicht gut schwimmen kann, und ich mir das über Jahre hinweg immer wieder sage, bis ich 27 bin, dann wird es wahrscheinlich auch so sein, dass ich ungern schwimmen gehe und Schwimmen für mich auch einfach eine vermeidende Tätigkeit darstellen wird. Aus diesem Grund ist es halt so wichtig, schon das Selbstkonzept ganz, ganz, ganz früh zu stärken, damit eben nicht sich manchmal auch so unberechtigte Glaubenssätze einfressen, die gar nichts mit der Realität zu tun haben. Den Erwerb, also wir erwerben das Selbstkonzept, wie ich ja schon gesagt habe, durch Erfahrungen in konkreten Situationen. Und in der Schule sind das ganz, ganz stark die Rückmeldungen durch die Lehrperson. Und um das auf den Sport zu übertragen, wenn man denn mit Trainer sportlich aktiv ist, ganz, ganz stark auf die Rückmeldung des Trainers. Das kann dann, können dann so Sätze sein wie: Herr Panicke hat heute zu mir gesagt, dass ich ein Weltklasse-Turner bin. Und solche Sätze neigen Kinder dann auch dazu zu wiederholen und die prägen sich ganz stark ein. Aber natürlich auch diese negativen Rückmeldungen und diese negativen Bewertungen prägen sich ganz, ganz stark ein. Das heißt, dieses Fremdkonzept, was einem andere damit ja auch teilweise übergeben und übertragen, wie du bist zu klein für XYZ, übernehmen wir auch ganz, ganz, ganz stark. Deswegen ist es super wichtig, sich auch mal selber bewusst zu machen, ist mein Selbstkonzept wirklich von mir selbst bestimmt oder habe ich da auch vielleicht Dinge von jemand anderem übernommen? Also wir als Erwachsene, ich habe es schon oft festgestellt, dass mir vielleicht gewisse Dinge von bestimmten Personen in regelmäßigen Abständen gesagt wurden und ich die dann einfach geglaubt habe, obwohl die gar nicht so mit der Realität übereingestimmt haben. Und das bietet dann natürlich auch diesen Handlungsspielraum für uns als Erwachsene, als Erzieherinnen, als Lehrerinnen, als Trainerinnen, da positiv auf das Selbstkonzept einzuwirken und unsere Worte halt irgendwie bedacht zu wählen. Und neben diesem Rückmeldungsaspekt ist halt der soziale Vergleich einfach ein ganz, ganz starker Faktor, der diese Selbstkonzeptentwicklung beeinflusst. Die Kinder beobachten natürlich, oh, der ist schneller als ich, der kann weiterspringen, und messen sich ja auch irgendwie, was ja auch wiederum irgendwie auch einen Antriebs- und Motivationsfaktor ist und Spaß macht, aber was natürlich auch in eine andere Richtung driften kann, wenn das nicht irgendwie reflektiert übernommen wird. Und was ich sehr, sehr, sehr spannend finde, ist, dass dieser soziale Vergleich total von der Ausprägung der jeweiligen Bezugsgruppe abhängt. Also wenn jetzt ein sehr, sehr leistungsschwaches Kind, schwächeres Kind in einer sehr, sehr, sehr leistungsstarken Gruppe ist, dann wird sich tendenziell noch leistungsschwächer fühlen als in einer Gruppe, wo die Gesamtgruppe nicht so viel Leistung bringt. Das bedeutet, je nachdem, in welcher Umgebung wir sind, vergleichen wir uns und das führt dann, also es kann sein, dass ich in der einen Gruppe ein ganz anderes Selbstkonzept entwickle, als ich in einer anderen Gruppe entwickeln würde. Und das hat dann zur Folge, bevor ich auf die konkreten Handlungsmöglichkeiten eingehen möchte, dass wir Lehrer oder Eltern einfach aufpassen sollten,
dass wir den Einfluss dieses Bezugsgruppeneffektes auf das Selbstkonzept nicht verstärken sollten. Und eine Verstärkung würde dann entstehen, wenn wir Rückmeldungen in Bezug auf soziale Vergleiche geben. Also wenn ein Trainer sagt, ja, aber die Martina, die ist viel schneller als du. Oder Notenspiegel zum Beispiel in der Schule ist selbstkonzeptmäßig auch eher nachteilig. Es ist besser, Rückmeldungen im Vergleich der bisher erreichten Ergebnisse zu interpretieren. Also zu sagen, hey, letzte Woche warst du noch 3 Sekunden langsamer oder letzte Woche hast du den Ball noch nicht so genau in den Reifen getroffen. Das führt dann auch wiederum dazu, dass die Kinder sich auch lernen, besser selber und autonomer einzuschätzen, weil ihnen das ja irgendwie gewissermaßen so auch vorgelebt wird und dass sie dann vielleicht auch selber ein bisschen diesen sozialen Aspekt und diesen, wir müssen uns ständig vergleichen, loslassen können. Genau, aber was können wir jetzt zur Förderung eines positiven Selbstkonzeptes tun? Mir ist erstmal wichtig zu sagen, dass es mir dabei nicht darum geht, die Kinder dazu zu bewegen, dass sie denken müssten, dass sie immer in allem gut sind. Also es geht jetzt nicht darum, dass sie dann rausgehen und sagen, hey, ich kann das, ich kann das, ich kann das, ich kann das. Sondern mir geht es, also ich meine damit, dass es wichtig ist, dass Kinder sich realistisch oder auch Erwachsene einschätzen können und sich ihre eigenen Fähigkeiten und dazu gehören einfach auch Schwächen, bewusst sind. Und mir geht es vor allem darum, dass dieses Unterschätzen versucht wird zu vermeiden, weil ich denke, dass man mit einem bestärkteren Gefühl einfach ganz, ganz anders an Situationen herangeht, wie sich auch noch gleich zeigen wird. Und zwar kann man das im Allgemeinen tun, indem man eine positive Fehlerkultur etabliert. Das bedeutet, Fehler zulassen, Fehler nicht als negativ bewerten und das vor den Kindern auch nicht so aussehen lassen, als dürften sie keine Fehler machen. In dem Wort Fehler steckt ja auch das Wort Helfer und ich sage auch ganz, ganz oft zu meinen Schülerinnen und Schülern, nee, das ist gut, dass du gerade den Fehler gemacht hast, denn hättest du den jetzt nicht gemacht, dann wüsstest du ja nicht, wie es richtig funktioniert und wir alle sind ja in so einem lebenslangen Lernprozess, egal in welchem Bereich. Und ich denke, dass das einfach schon ganz, ganz viel dazu beitragen kann, dass sich natürlich auch mehr zugetraut wird in Situationen, wenn es okay ist, Fehler zu machen. Und gerade in Klassengemeinschaften oder auch Trainingsgruppen ist es natürlich toll, wenn ich auch weiß, ich kann mich hier fallen lassen und darf hier auch einen Fehler machen und meine Mitmenschen, die Teil dieser Gruppe sind, verurteilen mich nicht dafür oder es wird nicht belächelt, wenn ich mal was Falsches mache, sage. Tun. Dann ist es für mich ganz, ganz wichtig, dass man eine Vorbildfunktion in der Selbstkommunikation einnimmt. Das bedeutet, ich beobachte mich ganz oft dabei und ich beobachte auch viele andere Menschen ganz oft dabei, wie wir wegen ganz banalen Dingen eigentlich sagen, oh, ich bin so doof. Ich habe schon wieder vergessen, den Termin wahrzunehmen. Oder also wie so super beiläufig eigentlich echt krasse Sätze gesagt werden, weil ich finde, ich bin so doof, würde ich jetzt nicht zu meinem Freundeskreis oder zu niemandem aus meinem Freundeskreis würde ich sowas sagen, aufgrund von vielleicht einem ganz, ganz, ganz banalen Punkt. Und ich glaube, wenn Kinder ihre Eltern dabei oder auch ihre Trainer, ihre und so weiter dabei beobachten, wie die so mit sich selbst sprechen, dann, es wurde ja vorhin schon mehrmals gesagt, übernehmen die das natürlich. Und ich glaube, auch wenn das nur so ganz banale, gar nicht so ernst gemeinte Aussagen nimmt, denke ich trotzdem, dass das einfach in unser System einwächst und sich das doch auch irgendwie da einspeist. Oder genauso ist es mit dem Satz, ich kann das nicht. Ich sage dann ganz, ganz oft, nein, du kannst es noch nicht, weil es eben um dieses Lernen geht. Ah, und da kann man, glaube ich, auch mit Sprache ganz, ganz, ganz viel beeinflussen. Auch indem man einfach die Selbstwahrnehmung der Schülerinnen und Schüler oder der Kinder stärkt, indem man Fragen stellt wie, warum hast du XY gemacht? Warum hast du so und so gehandelt? Denn ich denke, ohne eine Selbstwahrnehmung
funktioniert auch die Selbstkonzeptentwicklung gar nicht so gut, weil ich ja erstmal wahrnehmen muss, wie verhalte ich mich denn in Situationen und vielleicht auch darüber mal reflektieren und nachdenken muss, um dann vielleicht auch mein Selbstkonzept in irgendeiner Form anpassen zu können. Genau, und dann habe ich auch noch so ein paar konkretere Beispiele mitgebracht. Einmal finde ich die Arbeit mit Affirmationen unfassbar bereichernd. Also ich glaube ganz, ganz doll daran, dass, also ich sage, Affirmationen sind Sätze mit einer bejahenden und zustimmenden Haltung und die sind positiv formuliert. Das können Sätze sein wie, ich bin stark, ich bin mutig, ich bin genug, ich bin kreativ. Ich habe immer vor meinen Prüfungen vom letzten Staatsexamen gesagt, ich schaffe alles, was ich mir vornehme. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, ich habe ja früher auch lange Leistungssport betrieben, dass meine Erfolgsquote ein bisschen besser gewesen wäre, wenn ich mir diese Sätze früher schon öfter gesagt hätte, weil das natürlich die innere Haltung total verändert und wir ganz, ganz, ganz anders und viel gestärkter an Situationen rangehen können und uns selber einfach mehr zutrauen und uns irgendwie innerlich auch selber auffangen können. Und solche Affirmationen kann man auch echt schon abends im Bett vorm Einschlafen mit so 3- bis 4-Jährigen sprechen und die das nachsprechen lassen. Die verstehen da schon viel, viel mehr, als wir eigentlich denken. Und der nächste Aspekt ist die Erlebnispädagogik. Und ich finde, das geht auch so ein bisschen in Fabiennes Unterrichtsstunde, die sie präsentiert hat. In der Erlebnispädagogik geht es darum, Gemeinschaft und Naturerlebnisse in einem sehr handlungsorientierten Setting zusammenzubringen. Und da steht immer ein pädagogisches Ziel dahinter oder ein pädagogischer Zweck. Also wir wollen damit irgendwas beabsichtigen, irgendwas erreichen. Zum Beispiel kann da eine Gruppe von 10, 12 Menschen auf so einer Picknickdecke stehen und die müssen dann gemeinsam versuchen, die Decke umzudrehen, ohne dass irgendeiner die Decke verlässt. Und danach wird dann ganz häufig, ich finde auch gerade mit Jugendlichen ist es sehr, sehr effektiv, reflektiert über die eigene Rolle in der Gruppe. Wie hast du dich wahrgenommen? Was willst du beim nächsten Mal anders machen? Und da werden Fragen gestellt, die dann auch erstmal sensibilisieren dafür, wer man eigentlich in der Situation war und ist und vielleicht auch warum. Und die dann natürlich auch, wenn dann auch als Gruppe das geschafft wurde, die Herausforderung, das Selbstkonzept positiv stärken. Und allgemein lässt sich halt sagen, dass alle Aktivitäten, die eine soziale Eingebundenheit enthalten, also dass das Kind das Gefühl hat, ich gehöre zur Gruppe, ich bin Teil der Gruppe, ich werde gesehen, ich sehe die anderen. Alle Aktivitäten, die Autonomie ermöglichen, das heißt, ich habe eine Entscheidungsfreiheit, ich kann vielleicht irgendwo mitbestimmen, ich kann wählen, mache ich zuerst die Übung, mache ich zuerst die Übung, mache ich zuerst die Übung. Und alle Aktivitäten, die eine Kompetenzerfahrung ermöglichen, das heißt, die Möglichkeit bieten, wirklich zu sehen, dass man irgendwas kann, für die Entwicklung von einem positiven Selbstkonzept enorm wichtig sind und auch einfach Bedürfnisse sind und auch immer die Motivation steigern. Gerade bei dieser Kompetenzerfahrung ist es dabei natürlich wichtig, immer zu gucken, dass die Herausforderung nicht zu groß ist. Also es sollte nicht schaffbar sein, aber auch nicht zu leicht, weil das auch unbefriedigend sein kann und auch nicht immer zu einer Steigerung vom Selbstkonzept führen kann. Und das ist natürlich dann die Schwierigkeit, zu gucken, was braucht welches Kind, dass die Lücke zwischen dem jetzigen Ist-Stand der Leistung, der Fähigkeiten und dem, was überwunden werden muss, nicht zu groß ist und dass das halt genau passt. Und ich habe dann am Ende das nochmal so zusammengefasst und damit komme ich auch so ein bisschen auf meine eingehende Frage zurück. Warum habe ich mich dafür entschieden, über dieses Thema zu sprechen und warum führt das nun dazu, dass Kinder und Jugendliche dann im Erwachsenenalter hoffentlich problemorientierter wirken können. Und zwar können Kinder mit einem positiven Selbstkonzept sind tendenziell erfolgreicher als Kinder mit einem negativen Selbstkonzept. Kinder mit einem positiven Selbstkonzept können Selbstzweifel leichter überwinden und sich dann leichter aus diesen Situationen wieder rausholen. Und Kinder mit einem positiven Selbstkonzept lassen sich weniger leicht entmutigen. Also die geben nicht auf, die machen weiter, die wollen das unbedingt lösen. Außerdem
ist es auch so, dass Kinder mit einem positiven Selbstkonzept dann auch, wenn sie Erfolg haben, den Erfolg eher auf ihre eigenen Fähigkeiten zurückführen. Also sie sagen dann eher, ja, ich habe das geschafft, weil ich das kann und nicht, ach, an dem Tag hatte ich Glück. Da war zum Beispiel beim Wettkampf gutes Wetter. Also die schreiben sich das dann auch eher selbst zu. Was in der Studienlage ganz, ganz, ganz spannend fand, oder ist, das Selbstkonzept im schulischen Bereich, und ich denke, das kann man auf den sportlichen, gerade beim Wettkampfsport, so ein bisschen übertragen. Mein jetziges Selbstkonzept wirkt sich auf meine schulische Leistung aus und die Note wirkt sich dann wieder auf mein Selbstkonzept aus. Und dann kriege ich ja wieder eine Note und die wirkt sich wieder auf mein Selbstkonzept auf. Und wenn man dann Pech hat und immer schlechte Noten bekommt, kommt man in so einen Abwärtsstrudel, weil man ja dann nach einer schlechten Note ein negativeres Selbstkonzept hat, dann von dem negativen Selbstkonzept aus in wieder in eine Testsituation geht und dann vielleicht wieder scheitert und dann rutscht man immer weiter nach unten. Und ich könnte mir ganz, ganz gut vorstellen, beziehungsweise an meiner eigenen Situation würde ich auch sagen, dass es bei mir früher schon auch so war, dass es im Sport auf jeden Fall auch ja, zum Tragen kommt, so dieser Mechanismus, dass natürlich die alte Leistung immer beeinflusst, wie ich mich jetzt einschätze. Ich habe am Abschluss noch kurz einen Blogbeitrag, in dem geht es um das Thema, worüber ich gerade gesprochen habe, der auch auf der Child Fit Homepage zu finden ist, veröffentlicht. Und ich habe auch so einen Link einfach mal mit eingefügt, wo man die positive Affirmation findet. Und das war es dann auch von mir. Ich danke auf jeden Fall für die Aufmerksamkeit und hoffe, ihr konntet euch ganz, ganz viel mitnehmen. Vielen Dank. Und das sind meine Quellen. Super, der Jens schreibt gerade, ganz tolles Feedback. Oh Gott, ein sehr langes Feedback, das lese ich jetzt nicht vor. Ich lese nur den ersten Teil vor. Ich bin begeistert von der Breite und Tiefe in den angesprochenen Themen eurer Veranstaltung. Ja, super. Jens, herzlichen Dank dir für das Feedback. Bei mir versagt auch langsam die Stimme. Julia, dir danke für den Vortrag. Du musstest jetzt fast 1,5 Stunden warten, dass du endlich loslegen kannst. Und ich fand das ganz toll. Ich habe auch hier, wie bei allen anderen Vorträgen, auch wieder für mich selbst und für meine Erziehung so zwei, drei Sachen mitnehmen können. Und ja, hoffe tatsächlich, dass die Teilnehmer des Symposiums auch einiges mit nach Hause nehmen konnten. Und ja, da jetzt dafür sorgen, dass ihre Kinder oder die Kinder, mit denen sie tagtäglich zu tun haben, vielleicht noch etwas ja, Gesundheits fördernder unterwegs sind, egal ob jetzt im Bereich Psyche, soziales Lernen, im Training oder in der Ernährung. Wir sind tatsächlich jetzt am Ende, fast Punktlandung mit 20 Uhr. Ich würde, bevor jetzt alle ausfliegen, noch einmal kurz dahin verweisen, was ich ganz am Anfang schon gesagt habe, nämlich, dass wir natürlich bei ChildFit auf die ja, Unterstützung weiter angewiesen sind. Von daher, wenn ihr uns noch nicht folgt bei Instagram und Facebook, schaut gerne mal vorbei. Jeder Like, jeder Follow gibt uns ein bisschen Energie. Das ist wie das, was Julia gerade gesagt hat, dass es uns immer wieder ein bisschen antreibt und motiviert, dann solche Events wie heute auch nochmal zu machen. Ich freue mich sehr über das Feedback vom Jens beispielsweise, dass wir, denke ich, die richtigen Themen gefunden haben. Und denkt bitte auch nochmal dran, jetzt macht meine Maus nicht mit, dass das ganze Project ChildFit auch nur bestehen kann, wenn natürlich der Trägerverein bestehen kann. Auch hier nochmal die Bitte, scannt gerne den QR-Code, teilt den mit euren Freunden, mit der Familie, dass diese Community einfach wachsen kann, weil so können wir natürlich dann auch unsere Philosophien, die wir haben, in die Gesellschaft drücken, egal ob jetzt das Thema Kinder brauchen Training und Trainer, das habe ich mir direkt mitgenommen, oder die ja, Training braucht Wissenschaft und die Gesundheit braucht Training. Supportet uns da, dann können wir sowas gerne auch nochmal machen. Und damit würde ich es tatsächlich auch mit einer Punktlandung beenden. Wir freuen uns auf euer Feedback im Anschluss. Schreibt uns das gerne, klickt die Videos. Wir sehen uns bei Facebook, Instagram und Co. Wir sehen uns zum nächsten Webinar. Danke nochmal.